Wir sind hier in der Max-Planck-Straße in Metzingen bei einem Firmengebäude. Wir wurden gegen 20.30 Uhr zu einer Beratung und Erkundung alarmiert. Es wurde wohl in der Max-Eitz-Straße nach verbranntem Kunststoff riechen. Die Gendarmeistadt ist jetzt zur Erkundung die nächste nachbarschaftlichen Straßen abgefahren, hat leider kein Brandereignis feststellen können, bis die Meldung bei der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Reutlingen einging, dass aus einem Firmengebäude Flammen aus dem Fenster rausschlagen würden. Umgehend wurde das Alarmschutzwort auf B4 Gebäudebrand alarmiert, das heißt die Abteilung Stadtmitte mit einem weiteren Löschzug und die Abteilung Neuhausen mit nochmal einem Löschzug. Wir haben das Glück gehabt, dass ein Firmenmitarbeiter unweit des Gebäudes hier wohnt, der uns quasi Zugang verschaffen zum Gebäude und zum Gelände. Wir haben dann, als die ersten Kräfte eingetroffen sind, gleich einen Löschangriff im Innengriff durchgeführt, die Flammen niederschlagen können und von außen ergänzend mit einer Drehleiter, mit einer Wenderohr noch die Brandbekämpfung durchgeführt. Im Hintergrund, im Abschnitt 2, haben wir das sogenannte Löschunterstützungsfahrzeug Luft 60 im Einsatz gehabt, weil durch einen offenen Brandabschnitt die komplette Halle ungefähr Ausmaße 20 x 50 Meter komplett verraucht war. Wir haben quasi den Brandabschnitt abgeschlossen und im Hinterbereich schon mal die Belüftung dieser Halle durchgeführt, weil da auch höherwertige Materialien und Prüfstände gelagert sind. Also Kräfte, alle drei Ortsteile von der Feuerwehr Metzing mit ca. 60 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen. Also im Hintergrund sehen wir es ja, wir tun jetzt gerade noch Nachlöscharbeiten durchführen. Wir sind Regal, wir tun noch Belüftungsmaßnahmen durchführen mit dem Luft 60 und dann ist eigentlich der Einsatz für uns beendet in Kürze. Verletzte gab es im Blick keine zu beklagen.